Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Holzer und in diesem Tutorial geht es um Potenzfunktionen, also Funktionen der Form f von x gleich a mal x hoch n. Potenzfunktionen sind also so definiert, fassen viele Funktionsarten zusammen. A und x sind hier reelle Zahlen, n ist eine natürliche Zahl, also die Hochzahl ist sowas wie 0, 1, 2, 3. Und das ist noch ein bisschen abstrakt. Wenn man sich das mal für ein paar n-Werte anguckt, sieht man, es ist gar nicht so schlimm. Also für n gleich 0 habe ich f von x gleich a mal x hoch 0. Und weil x hoch 0 1 ist, habe ich hier nur a mal 1, also a. Das sind also alle Parallelen zur x-Achse. Und das kann dann zum Beispiel sowas sein wie f von x ist 1 oder f von x ist 2 oder f von x ist minus 3. Im Schaubild sind das dann Parallele zur x-Achse, sehen also so aus. Eine Waagrechte durch y gleich 1 oder y gleich 2 oder y gleich minus 3. Das heißt, die einfachsten Potenzfunktionen sind einfach Parallele zur x-Achse. Während, wenn man n gleich 1 macht, erhält man a mal x hoch 1. X hoch 1 ist x, also wir haben hier a mal x und das ist immer eine Ursprungsgerade. Sowas wie f von x gleich x, die erste Winkelhalbierende. Oder f von x gleich 2 mal x oder f von x gleich minus 1 halb x. Und im Schaubild, Ursprungsgeraden laufen immer durch 0-0, also haben wir hier f von x gleich x oder 2x oder minus 1 halb. Die mit positivem a steigen, die mit negativem a fallen. Bei n gleich 2 erhalten wir f von x ist a mal x². Das sind also alle Parabeln, die ihren Scheitel bei 0-0 haben, im Ursprung. Das ist sowas wie x² oder minus 4 mal x² oder 5/7 x². Und die sehen dann so aus, die Normalparabel oder umgedreht und ein bisschen stärkeren Öffnungsfaktor oder eben hier etwas gestaucht. Mit n gleich 3 erhalten wir dann a mal x hoch 3, also sowas wie x hoch 3, also 1 mal x hoch 3, oder minus x hoch 3, also da ist a dann minus 1, oder 2,2 mal x hoch 3. Und im Schaubild laufen die jetzt, weil x hoch 3 ja x mal x mal x ist, im Negativen von unten her, also haben sie negative Funktionswerte und im Positiven haben sie positive Funktionswerte. Sehen also so aus. Oder mit negativen a andersrum, also gespiegelt an der x-Achse oder ebenso. Die kommen also von unten, werden dann sehr flach im Bereich von minus 1 bis 1 und dann wieder sehr steil. Für alle n, die ungerade sind, läuft auch x hoch n ähnlich. X hoch 1, die Ursprungsgerade, x hoch 3, x hoch 5 oder x hoch 7 laufen alle ähnlich. X hoch 1 ist da vielleicht die, die am weitesten weggeht, aber sie kommen immer von links unten und laufen nach rechts oben für a gleich 1 und werden jetzt mit zunehmender Hochzahl zwischen minus 1 und 1 etwas gestauchter in diesem Bereich und außerhalb werden sie steiler. Also hier sieht man das. Zwischen minus 1 und 1 liegen sie näher an der x-Achse und werden im Ursprung doch sehr flach. Hier hoch 5. Und hier hoch 7. Da sieht es schon fast aus, als würde sie waagrecht laufen zwischen minus 1 und 1, also um Ursprung rum. Und dann wird es aber außerhalb immer noch steiler als die davor. Und alle x hoch n laufen auch ähnlich, wenn x gerade ist. Also Quadrat hoch 4 hoch 6 hoch 8. Im Schaubild sieht das dann so aus, x Quadrat. Und auch hier mit steigender Hochzahl werden sie um den Ursprung rum flacher und außenrum steiler. Also das wäre x hoch 4, x hoch 6 und x hoch 8 sieht jetzt schon fast gleich aus. Und sieht fast waagerecht aus, aber sie ändern dort trotzdem den Funktionswert. Sie werden nur sehr wenig anders. Also Potenzfunktionen, hier a mal x hoch n. A und x reelle Zahlen, n ist eine natürliche Zahl und alle geraden n's laufen ähnlich im Schaubild und alle ungeraden n's laufen ähnlich im Schaubild. Wenn a negativ ist, flippt sich's um die x-Achse, aber ansonsten haben die einen sehr ähnlichen Verlauf und deswegen kann man die eben zusammenfassen zu Potenzfunktionen.
Dann hat man eine Kategorie, wo man die einordnen kann. Ich hoffe, das war zum Einstieg verständlich und ich bedanke mich fürs Zusehen.